Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, Pokémon hat selber auf ihrer Seite ein Story-Video zu Infamomo gepostet. Das Ganze sogar in Deutsch mit deutscher Synchro. Ich bin ja mega überrascht. Finde es zwar einen kleinen Ticken schade, dass wir sowas nicht in-game bekommen, sondern wirklich nur auf der Homepage. Aber wir bekommen es zumindest. Ich werde es hier abspielen, werde natürlich ein paar Mal Pause drücken müssen, weil ihr kennt es, sonst ist das so gesehen Content-Klau von Pokémon. Das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Ich werde auch ein paar Mal ein paar Sachen reden, weil. Ich finde, die Geschichte, achte mal ein bisschen mit drauf, könnte auch ein kleiner Teaser sein, dass vielleicht diese eine neue Region eventuell sein wird oder vielleicht ein DLC, irgendwas in der Richtung. Wir schauen das Ganze auf jeden Fall mal an. So, ich glaube, Sound ist auch gut okay laut. Die folgende Geschichte wurde in der Kitakami-Provinz noch nie zuvor erzählt. Die Geschichte des mysteriösen Pokémon Infamomo. Also, by the way, wie gesagt, ich finde das geil, dass sie das wirklich so vertont haben. Also, das ist wirklich richtig, richtig cool. Props geht raus. Vor langer, langer Zeit lebten in einem weit entfernten Land ein alter Mann und eine alte Frau. Da sie keine Kinder hatten, kümmerten sie sich stattdessen um ein kleines, scheues Pokémon namens Infamomo und sie liebten es sehr. Es ist so ein bisschen eine Anspielung an den Pfirsichjungen. Da gibt es ja auch die Geschichte im Japanischen, wo doch, glaube ich, ein Ehepaar kein Kind hat und dann ein Junge aus dem Pfirsich kommt. Also es ist, glaube ich, so gefühlt ist ein bisschen angelehnt auf jeden Fall. Infamomo sehnte sich nach ihrer Zuneigung und erschuf mit dem Gift in seinem Körper sogenannte Kettenmochi, die Okay. es ihnen servierte. Das Paar war sogleich gebannt vom Geschmack dieser köstlichen Mochi, oder besser gesagt, die zwei gerieten unter Infamomos Bann. Okay, also er will eigentlich nur Zuneigung. Also ist eigentlich gar nicht so extrem böse. Okay, hat hier mit den Mochis. Okay. Diese Kettenmochi weckten scheinbar Gier in jedem, der sie aß. Schon bald begann das Paar Infamomo mit Bitten, um dies, das und jenes zu überhäufen. Das arme Infamomo, ich rede mal vor, du fütterst ihn, die wollen also irgendwas von dir. Wenn ich ihre Wünsche erfülle, werden sie mich noch mehr lieben, dachte sich das Okay, das klingt Pokémon. natürlich cringe. Also nutzte es seine Kettenmochi, um ein Pokémon zu zähmen, und ließ dieses am nächsten Morgen. Okay, also Infamomo ist das einzige Pokémon, was Pokémon beherrscht. Geil. Okay, Mewtwo kann das auch, aber. Ein Geschenk Okay. an die zwei liefern. So wuchs Oh. ihre Liebe zu Infamomo immer weiter. Eines Tages bat das alte Paar dann um etwas Sonderbares: eine Reihe von glänzenden Okay. Masken, die laut Gerüchten in Kitakami existierten. Infamomo, das. Boah, da ist schon zum Beispiel so, sind das, also, so, warum wollten die die Masken haben? So, wenn sie ja wissen, dass Masken existieren, merkt euch mal das, wir reden am Ende mal drüber. Ich finde, das ist, könnte eine gute Richtung sein, dass eventuell das Ganze hier nicht nur für Infamomo da ist, dass wir wissen, wer er ist, sondern vielleicht, dass man ein klein wenig schon mit dem nächsten Spiel, mit einem DLC eventuell noch sich anfreunden kann. Was die immer gleichen Bitten schon lange satt hatte, brach aufgeregt nach Kitakami auf, um sich dieser Masken zu bemächtigen und den Wunsch des Paares zu erfüllen. Okay, also er holt auf jeden Fall, er will die Masken holen. Er soll die Masken holen. Dann mal so, Infamomos Aufgabe ist die Masken holen. Jede Reise braucht Gefährten. Also verließ Infamomo Ah, das okay. Dorf mit Bonino, dem Lakaien, den es mit Hilfe seines Giftes gezähmt hatte. Also haben wir schon mal die offizielle Bestätigung auf jeden Fall, dass sie gezähmt, also unter seinem Bann sind. Ich hätte mal gern gewusst, wie die aussehen. Sehen die dann gleich aus, nur ohne diese Ketten? Ich hätte mal gern gewusst, ob die früher anders aussahen. Doch ein Gefährte war nicht genug. Unterwegs trafen die beiden auf Bellizaru. Dieses Pokémon war imstande, in die nahe Zukunft zu blicken. Ja, okay, das ist nice. In die Zukunft blicken. Safe. Würde ich auch mitnehmen. Infamomo musste es einfach zu seinem Lakaien machen. Aber Infamomo, der beste Pokémon-Trainer. Infamomo war noch immer Auch besorgt. nicht mal Bälle. Also fand es einen dritten Gefährten, Okay. Beatori, das betörende Pheromone Pheromone verströmen verströmen. konnte. Okay. Auch Erst dann interessant. fühlte sich Infamomo sicher. Oh, guck mal, die Buddies, oder? Ist doch ein schönes Bild. Und so begann ihre Reise endlich. Sie überquerten Felder, Berge Okay. und Gewässer. Bis Infamomo.
Hat er gerade einen Salamanknister hier? Ja, doch, ja, weiblich, männlich, Labras, okay. Ob er die auch gezähmt hat? Bis Infamomo und seine Lakaien die Kitagami-Provinz. Okay, also hier haben wir schon mal die Kitagami-Provinz, okay. Erreichten. Umgeben von festlicher Musik und den ausgelassen Feiernden, erblickten sie zwei Figuren mit glitzernden Masken. Oh, da haben wir Ogapon und seinen Freund. Masken, Ogapon und seinen menschlichen Partner. Infamomo ging vorsichtig vor. Okay. Zuerst ließ es Benesaru ausfindig machen, wo die beiden lebten. Dann, während Ogapon und der Mann nicht zugegen waren, schickte es Bonino und Beatori in die Höhle, um still und heimlich die Masken zu stehlen. Doch als sie gerade zu Infamomo zurückkehren wollten, tauchte der Mann auf. Alter, was ein Blick. So, drehst dich um und dann hast du hier so einen Typen, der für stehen. Ihr wollt meine Masken klauen. Tauchte der Mann auf. Er stürzte sich auf die Eindringlinge, die keine andere Wahl hatten, als sich zu wehren. Die zwei Pokémon bezwangen den Mann und entkamen mit den Masken. Wenn auch nicht mit allen, denn der Mann konnte eine beschützen. Endlich waren die glitzernden Masken in Infamomos Besitz. Nun werden sie mich noch mehr lieben, dachte es. Doch seine Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, sehr interessant, dass es in die Richtung geht, okay. Freude währte nicht lange. Ogapon kommt. Denn das wütende Ogapon war ihnen auf der Spur. Panik. Okay, Ogapon gegen 4. Befahl Infamomo seinen Lakaien, es zu verteidigen. Beatori setzte seine betörenden Pheromone frei. Benesaru sah Ogapon. Das ist doch voll der Cheatcode, wenn du in die Zukunft schauen kannst. Du kannst doch genau die Angriffe eigentlich sehen. Attacken voraus und Bonino versuchte den Kampf mit hoher Muskelkraft zu beenden. Doch keines von ihnen konnte es mit Ogapons furchteinflößenden Angriffen aufnehmen. Also mein Ogapon ist nicht so stark. Als sich Ogapon näherte, erzitterte. Alter, wenn man überlegt, der hat die jetzt einfach platt gemacht, oder? Der hat die jetzt doch einfach gekillt. Die ist nochmals weg. Als sich Ogapon näherte, erzitterte Infamomo. Oh Gott, es wusste, dass sein Schicksal besiegelt war. Oh nein! Die Masken, seine Gefährten, oh nö. Sein glückliches Leben, Infamomo hatte alles verloren. Oh Gott. Während. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie gerade gedacht, dass eigentlich Infamomo böse ist. Aber eigentlich hat er ja nur die Auftrag seiner ich sage Meister, klingt vielleicht doof, aber seiner zwei, vielleicht sogar Trainer, könnte man es ja schon irgendwie nennen, Partner, erfüllt und hat das Beste getan und seine drei Freunde, mit denen er auf Reisen waren, die wurden einfach eiskalt platt gemacht und er wird jetzt niedergeschlagen. Wie finde ich jetzt Ogapon doch Böses? Als es durch die Luft geschleudert wurde, nahm es seine letzte Kraft zusammen, oh nein, um sich in seine Schale zurückzuziehen. Es rollte und rollte, bis es schließlich irgendwo im Wald zum Stillstand kam. Vielleicht ruht es noch immer dort und wartet darauf, erweckt zu werden, sodass es endlich den Wunsch des alten Paares erfüllen kann. Ja, Leute, das war auf jeden Fall die Geschichte, die wir von Pokémon bekommen. Jetzt haben wir hier so ein paar Sachen, die hier im Raum stehen. Also, was ich gerade meinte, ist erstens die Provinz, wo ja hier Ogapon lebt mit seinen Leuten, ist die Frage, wo spielt das? So, es scheint sehr asiatisch angehaucht zu sein oder japanisch, also, wisst ihr, was ich meine? Johto, denke ich mal, wenn es das wäre, hätten sie es wahrscheinlich erwähnt, weil das ist die bekannteste Region, die ja in dem Stil ist. Muss natürlich nicht sein. Aber es könnte eine neue Region sein, weil wir wissen ja, dass die Ogre-Masken, also die Masken von Ogapon, wurden dann nach Abbildern von Pokémon gemacht. Aber wir kennen keine Pokémon, die nach den Abbildern die so aussehen. So, jetzt meine Theorie, meine verrückte Theorie, die mir beim Schauen dieses Videos kam vorhin. Was wäre, wenn in dieser Region Clans leben, verschiedene Clans, ja? Und zum Beispiel diese zwei Älteren gehören zu einem dieser Clans. Vielleicht sogar die Oberhäupter von einem Clan, könnte ja sein.
der Maskentyp, der mit Ogerpol in einer anderen Welt lebt, war früher auch mal in einem dieser Clans. Hat aber diesem Leben abgewandt und ist weggegangen. Ja? Ob er die Masken vielleicht mitgenommen hatte und das waren irgendwelche Relikte, weil die müssen ja irgendwo der Maske erfahren haben. Manchmal, wenn er sagt, die müssen über Meere klettern, schwimmen und über Bäume und über Täler überqueren und so ein altes Ehepaar, die müssen irgendwo von diesen Masken erfahren haben. Das heißt, die Masken, sie wussten, dass diese Masken existieren. Vielleicht gehörte jedem Clan eine Maske und der alte Mann hat, der Freund von Ogapon, hat die mitgenommen, weil die vielleicht zu mächtig waren und ist abgehauen. Wisst ihr, was ich meine? So, und die wollten jetzt zurückhaben. Sie wollten die Masken wieder haben. Und weil man muss sagen, der Freund von Ogapon muss ja auch eine kampferfahrene Person gewesen sein. Ich meine, hey, der hat alleine gegen zwei Pokémon gekämpft. Der hat zwar verloren, aber er konnte die Maske beschützen. Das heißt, er konnte auf jeden Fall mithalten. Und als Mensch gegen zwei Pokémon zu kämpfen, muss man erstmal können. Wer weiß, wenn er die Maske vielleicht auf hatte, vielleicht hat er die grüne Maske auf, das haben wir ja nicht ganz gesehen, vielleicht hat er sie im Kampf aufgezogen, hat ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Power gegeben, wissen wir ja auch nicht. Wir haben selber noch nicht aufgezogen. Also ich vermute so ein bisschen, dass das vielleicht ein kleiner Spoiler drauf sein könnte, was in Zukunft mal kommen könnte. Ich meine, es könnte jetzt ein DLC sein. Ich weiß, viele werden sagen, es kommt kein DLC mehr, aber es kann immer noch eins kommen. Ich meine, heißt ja nicht, dass jetzt ich meine, wenn die diese neue Switch kommt, kann ja sein, dass Schwarz und Weiß als Remake erst im Oktober kommt, September, Oktober kommt und vorher nochmal was kommt. Dann könnte man so Mai nochmal ein DLC bringen, wo man dann zum Beispiel diese Region hinzufügen kann mit ein paar neuen Pokémon, die dann auch aussehen wie die von den Masken, ja, so dass man auch dann die Verbindung hat. Oder das war schon mal ein Hinweis auf eine neue Region, weil wir wissen zumindest, dass es eine Region ist, die wir nicht kennen, weil, wie gesagt, allein diese Maske, welches Pokémon sieht denn so aus? Oder halt auch die anderen Masken, die wir gesehen haben. Keiner dieser Masken, keiner der Pokémon hat, sieht aus wie diese Masken. Wisst ihr, was ich meine? Welche Pokémon, die wir haben, sehen denn so aus? Gar keins. Das heißt, diese vier Pokémon existieren irgendwo so ähnlich und nicht da, wo wir bereits schon mal waren. Also könnte das wirklich sein, dass dieses Land hier, wo Infamomo lebte, oder am Anfang war, dass das sein könnte. Wäre zumindest meine Theorie. Wäre dann ganz geil, wenn man irgendwie darauf eine Anspielung bekommen würde. Wenn es ein DLC zum Beispiel wäre, könnte man eine Questreihe machen, dass man Infamomo besitzen muss, um zu dem alten Ehepaar zurückzugehen und dann zum Beispiel eine Belohnung dafür zu bekommen, weil man denen halt ihr Infamomo wieder zeigt. Wisst ihr, was ich meine? Wäre irgendwie eine ganz coole Reihe. Ich find's cool. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dieser Geschichte ist, wie ihr das Ganze interpretiert, was ihr hier vielleicht rein interpretiert. Oder ist es einfach nur eine Story-Erklärung für Infamomo? Ja, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.